Video wird in den nächsten Jahren eine noch viel größere Bedeutung als Kommunikationsmittel einnehmen, ist die einhellige Meinung der Teilnehmer am APA-OTS Connect Frühstück im Wiener Funkhaus. Ich glaube, es ist wieder einmal klar geworden, dass Video die Zukunft ist, dass ohne Video ein guter Auftritt, insbesondere online, einfach nicht mehr zu machen ist. Und wir als Europäische Kommission setzen Video schon seit einiger Zeit sowohl hier in Wien bei der Vertretung ein, als auch natürlich die Kollegen in Brüssel mit unserer AV-Datenbank. Video zählt nicht zu den billigsten Kommunikationsmitteln, vor allem wenn keine nachhaltige Strategie dahinter steckt. Best-Practice-Beispiele sind die ÖBB und Global 2000, die auch eine klare Vorstellung der Erfolgsfaktoren entwickelt haben. Nachrichtenwert, Nachrichtenwert, Nachrichtenwert und nicht zu lange für den Newsbereich. Video wird vielfältiger, das ist es vor allem. Video hat irrsinnig viele Formen, Video kennt irrsinnig viele Kanäle und Video wird immer mehr zur Kommunikationsform und das ist ganz wichtig. Falsch wäre es, sich einfach alle dieser Kanäle zu bedienen. Man muss sich ein, zwei aussuchen, die für die eigene Situation gut passen und die dann einfach nutzen. Ich glaube, das Wichtigste, wenn man Video macht, ist darüber nachzudenken, was möchten die, die ich erreichen möchte, sehen. Also sozusagen nicht stur die Botschaft zu senden, sondern sie zu überlegen, wie erreiche ich die und was wollen die sehen und dort dann auch authentisch zu sein. Das ist das Wichtigste. Video ist ständig in Entwicklung. Die Zukunft ist vielleicht quadratisch oder hochkant. Online-Medien nutzen gerne redaktionell aufbereiteten Content. TV-Stationen präferieren meist Rohmaterial. Also es kann ganz sicher Erfolg haben, wenn es ein spektakuläres Video ist, wenn es ein Hochglanzvideo ist, wenn es eine spektakuläre Aktion ist, dann ist auf jeden Fall Garantie, dass wir das übernehmen. Ansonsten muss es halt Relevanz haben, Nachrichtenrelevanz. Das klassische Image-Video tritt in den Hintergrund. Branded-Content-Strategien und vor allem auch das Verbreiten von Nachrichtenvideos über APA-OTS erfordern von den Unternehmen neben der Relevanz auch das Zulassen von kritischen Statements. Vielfach unterschätzt wird das Thema Videoarchivierung. Ich suche ein Feuerwehrauto, aber die Information steht ja nirgends, also in den Tags und solche Sachen. Wie ich es organisiere und wiederfinde, das ist wirklich ein Problem. Nämlich größer, als ich das wahrhaben wollte. Als Abhilfe dafür hat die APA-OTS ein brandneues Tool entwickelt, den Videomanager. Der Videomanager soll helfen, die Komplexität des Videohandlings zu reduzieren, das Videomaterial an einer Stelle einfach zu bündeln, zugänglich zu machen, innerhalb der Organisation und extern. Und das ist der Sinn der Sache und das hoffen wir damit zu erreichen. Der Videotrend der Stunde heißt Live, massiv unterstützt durch die neuen Möglichkeiten von Facebook. Ein Ausblick in die Zukunft, 360-Grad-Videos und auch Virtual Reality. Vielleicht schon Thema beim nächsten APA-OTS Connect-Frühstück.